Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Ellen! Wake! Steve! Mit unserem Schnittchen wieder, ne? Ja, und dem Jutta Knubus. Knubus? Scheißer Kubus. Knubus ist dabei, ja. Wir ziehen mal wieder voll in den... Warte mal. Der war... Also, nee, nicht. Der war cool, ne? Jetzt müssen wir sollen jetzt das Umspannwerk durchqueren. Hey, hast du gesehen? Ich habe den Baum umgenockt. Das hast du toll gemacht. Ja. Ja, wir waren doch schon irgendwie vor dem Umspannwerk und sind da durchgelatscht. Ah, die Brücke überqueren. Gucke mal. Okay, wir gucken erstmal hier, ob wir was finden. Ja, Klobus. Oh, Alter! Boah, hast du einen Knall oder was? Hat sich gerade jemand in die Hose geschissen. Was mache ich denn da? Scheiße, machst du. Wo hab ich mich erschrocken? Weg, Alter Schwede! Jetzt hast du zwei Leuchtfackeln. Ja, Alter, ich hab mich voll erschrocken. Alter, Kacke. Ey, so ein Rotz, ey. Ja? Oh, da krieg ich neue. Eine Leuchtpistole. Na, das ist doch mal was. Wow. Was hat der Kerl auch da zu suchen gehabt, ne? Der alte Penner. Leuchtpistolenmunition nehmen. Was kommt jetzt? Oh, aha. Ah, wir können die Brücke drehen. Ah, die Brücke sollen wir überqueren. Und weil das was länger dauert, was sehr viel länger, müssen wir in der Zwischenzeit wahrscheinlich Unmengen von Eierköpfen. Von Zombies. Bekämpfen. Wetten? Nee, glaube ich nicht. Echt? Müssen wir jetzt eine halbe Stunde warten, bis sie hier fertig ist? Geht nicht. Geht nicht, ist kaputt, weißt du? Ach, die kommt. Warum hat's dann so gescheppert? Oh, Scheiße! Das ist aber nicht normal, dass die Brücke das macht. Mehr Flüge! Oh, nee. Oh nein! Vorsicht, die dreht sich weiter! Die Kackbrücke, warum tut sie das? Du hättest an der Stelle stehen bleiben können, Schätzelein. Wir müssen dahin. Ja, weiß ich. Du kannst da vorne an der Brücke stehen bleiben. Jetzt rennen wir da nach vorne. Rennen! Ja, ich renn doch. Lauf, gib nicht auf. Die Döner, Bruder hat noch... Alter, ich hab heute voll fett krass den Sprachfehler. Lol. Ey, lol, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich sollte das Stück... Hey, da ist ein Hubschrauber. Ja, wer das wohl ist... Ja, danke, das ist doch mal was. Nee, ich glaube, du musst daher für die fliegen, so, weißt du. Hallo. Oh, wir können uns aufladen hier wahrscheinlich erstmal. Nein! Hey, bleib hier, Licht! Sie leuchtet dir den Weg. Ja, super. Die gute Sarah. Rechts, rechts. Alter, Alter, mach dich vom Acker. Das ist nicht allein, Sarah. Bleib da, bitte. Links. Scheiße. Arschloch. Was war das denn? Boah, scheiße. Alte Kacke. Nein. Verdammten Scheiß nochmal. Was ist das gekackelt, ey? So, jetzt also auch. Ursprünglich wollte ich sagen, ich sollte vielleicht das Stück Teppich aus dem Mund nehmen, um mal wieder deutlich sprechen zu können. Ja. La, la, la. Ich glaube das alles das gar nicht. Das war jetzt richtig beschissen. Da hinten der Große, auf dem muss er echt aufpassen. Ja, jetzt kriegt er, guck mal, jetzt, auf jetzt, bam. Sehr schön, rechts ist noch einer. So eine Piebacke. Ja, Sarah, du leuchtest irgendwie in die falsche Richtung. So, die hätten wir. Schäle, Printe, du. Wir haben wieder mal keine Munition. Echt? Das sind doch da ja, oben. Aber nicht mehr für unser... Oh, Kontrollpunkt. Ich dachte... Da, nee. Da kommt schon die rechts einer, nächsten. Links einer. Tschüss. Da links der ist gefährlich.
Er meint, er muss wieder Rambock spielen, dann hast du echt schlechte Karten. Oh, ich dachte schon, da kommt er nicht so hinten. Alte Kacke. Macht euch vom. Schieß doch, Geld, schieß doch! Ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nein. Ah, hast du gut gemacht. Boah, wie viel liegt der denn nur nach? Wow. Oh, das ist noch mehr. Ja. Augenblick. Ja, es hat, glaube ich, geklingelt. Vielleicht muss man auch im Postboten gucken gehen. Genau, das Schnittchen geht mir eben am Postboten gucken und ich kämpfe mich hier durch diesen verdammten Scheiß jetzt hier, ey. Okay, da scheint das Umspannwerk. Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir sind jetzt gleich am Umspannwerk. Jetzt fliegt doch nicht wieder weg, verdammte Hacke. Ja, supi, wir machen alles. So, was haben wir jetzt? Schnellstes Licht! Ja, wir haben es geschafft. Alter, das ist ja Wummers. Ja, wolltest du uns angreifen, wa? Du Scheißvogel, du. Was? Oh, geil. Munition. So, wir sammeln mal ganz schnell hier ein. Was? Okay, wo müssen wir hin? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder gleich die ganze Armee auf uns zu. Oh mein Gott. Justin, wir haben ein Problem. Wir sind wieder da. Das ist schön. Oh, blick. Mir fehlt nur oh, was. Oh, scheiße. Headset. Und dann bin ich auch nicht mehr taub. Hey, die Hasse, wa? Oder die haben dich. Lieb. Boah, was ist denn das für ein Scheiß hier? Kaum bin ich aus dem Licht rauskommen, ja. Wir spacken wieder. Immer auf die Kleinen, das kennst du doch. Schätze, wir haben Post. Ja. Ja. Spasti. Spielzeug für den PC. Das ist schön. Ne? Ja, das ist sehr wunderbar. Schön. Guck mal, da liegt was in dem Hänger. Ach so, ja, das habe ich eben schon aufgesammelt. Aha. Aber okay. Dann bin ich ja gestorben. Ja, und dann hast du das jetzt einfach mal ein bisschen ignoriert, weil du gedacht hast, hast du ja eh schon mitgenommen. Genau, genau. Gut, kenn ich. Die sind über uns, die Spackos. Wo ist denn der Hubschrauber? Der ist abgehauen. Hey, cool. Komm zurück. Hey, da kommt einer, da kommen sie alle. Ne? Das finde ich so scheiße gemacht. Die hätten doch wenigstens mal warten können, oder nicht? Wieso man das denn alles hinkriegen? So, jetzt ist aber Schluss hier mit lustig. Wow. Ich brauche noch ganz ruhig. So, Kopfschuss. Verdammtes Volk hier, ey. Ah, das waren ja nicht die einzigen, ey. Nee. Oder? Aber wir haben echte Probleme. Wir brauchen dringend Muni. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Aha. Okay. Ah. Da rein. Okay. Wow! Einen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Mhm. Okay. Wieso tut sie das? Mit Weaver sprechen. Erstmal einsammeln. Ja, wieso wartet die schon so lange auf uns? Ja, das scheint schon etwas länger da zu... rumzufleuchen. Ich meine, wir haben die doch schon mal gesehen, da hätte sie uns im ja hellen gleich. Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem sie das Dunkel zurücktreiben können. Oh, Blendgranaten. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Aha. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Wow. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ach, schön. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Na toll. Und Sie wollen, dass ich es tue? Ja, wer sonst? Junger Mann,
Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Da liegt noch was. Ja, da ist noch eine Mega-Taschenlampe. Ja, cool. Jawohl. Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Dunkle Zeiten. Mhm. Wir haben ein Versteck gefunden, ja? Wir können die Zeichen sehen. Nur wenige können das. Was heißt das? Nur wenige können das? Können die anderen das nicht lesen, oder wie? Nee. Aber wenn man mit der Taschenlampe drauf leuchtet, dann sieht man das doch. Das, warum macht ihr das Tor wieder zu? Da geht ein Tor auf. Aha. Und das heißt, wir müssen jetzt... Da rechts. Aha. Aha. Ja, da können wir noch nichts machen, weil noch kein Strom drauf ist. Ach so, okay. Ja, dann... Oh, scheiße, wir haben wieder... Da! Ich wusste es. Na super. Was ist doch da? So, meine Freunde, jetzt ist aber Schluss, ne? Hm. Okay. Was? Okay, ist da richtig? Wieder so ein Obereierkopf. Ich denke, ja, da kommt schon wieder einer. So kleiner Ostfriese. Bam, weg ist er. Moin, moin. Riva hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Ja. Okay. Hoffentlich war Riva zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Okay. So kann man also auch überleben, mein Freund. Man kann es, ja. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir hier so eine Kombination machen. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappt. Ja, das... Jetzt musste ich nur noch rankommen. Ja. Was habt ihr für eine Kombination? Ach, da mit den Schaltern? Nicht im Ernst. Doch. Aha. Nein. Hast du eine Ahnung, ich was du da tust? Nicht wirklich. Das ist gut. Ich guck mal. Ja, mach mal. Also. Also wir brauchen den ersten. Das war vorhin schon gar nicht so verkehrt. Ja, wir müssen nochmal auf den Nummer 1. Den ersten, dann den... Aber wie... Aber wir brauchen alle irgendwie. Aha, alle drei? Da sind sie. Das geht doch. Okay. Ja, Kommissar Zufall, ja, weil das Glück ist mit den Dummen. Ja, ich gut, bin dass wir nicht intelligent sind. So. Jetzt müssen wir hier rüber. Nur nicht Schätzlein, du hättest dich jetzt eigentlich beschweren müssen, ne? Wieso? Ja, weil ich gesagt habe, das Glück ist mit den Dummen, wie gut, dass wir nicht intelligent sind. Ja, nee, das ist schon okay. Ah, okay, schön, das ist äußerst beruhigend. Okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wir haben einen neuen Schuss. Strom unterbrechen. Dann geht jetzt alles aus. Toll. Wer entwirft sowas? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, wie kommen wir denn wieder zurück in die Sicht dazu? Hallo? Oder kannst du jetzt durch die Tür? Wir haben... Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Rivers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Aha. Ach, guck mal, was die Spinnen. Ja. Wieso? Ich denke, es ist kein Strom mehr da. Das sind die Schatten, oder? Mhm. Lauf. Lauf. Wie cool. Guck mal, was? Mhm. Mhm. Jetzt müssen wir nur wieder leben, zurückkommen. Diese, du hast auch Teppich in der Schnute, ne? Ja. Und jetzt gleich geht die Post sowieso ab. So, jetzt beeilen wir uns. Wow, nein, nein, Mann, Scheiße. Du Arschgesicht. Entschuldigung. Was gibt's doch gar nicht, ey. Lalelu. Okay, okay, jetzt machen wir das. Jetzt müssen wir den Rest da nicht nochmal machen. Nein, jetzt machen wir es nochmal anständig. Ich hab schon gedacht, wir kommen nicht mehr zurück. Doch, wir kommen schon zurück. Das Problem ist nur, wir müssen den richtigen Zeitpunkt haben. Ja. Und schnell genug sein. Hui. Sobald er jetzt rausfährt, so wie jetzt,
genau. Rüber. Und dann geht's los. Wieder aber zu Weaver zurück. Ja, ich glaube, so leicht wird uns der Weg aber nicht gemacht. Meinst du? Nee. Ach, da oben den Schalter musst du doch noch. Oh, wow. Fuck, Alter! Du Penis! Hallo! Machen die das extra? Das kannst du sowas von vergessen, ey. Zack, wisse Geschichte. Du kommst nicht mal eben durch die Tür. Doch. Jetzt. Gut. Jetzt schon. Also, oben an der Treppe war doch dieser Schalter. Ja. Geh du nein weiter. Hallo? Wo du aufgemacht auf die Ausrüstung hast? Achten. Ja, machen wir natürlich. Och nö, mach die Tür wieder auf. Nein. Buff. Oh. Da der Dicke mit der Kettensäge, pass auf. Komm schon, komm schon! Oh, der ist aber schnell. Ja. Bam! So, jetzt können wir hier endlich flutschi flutsch machen. Flutschi flutsch. Mach die Tür wieder auf, Oma! Danke. Wir haben es geschafft. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn das so grell? Zurück, ja. Weaver folgen. Warte. Ach, das war so ein. Sag mal schnell. Hier entlang, junger Mann. Ja. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Okay. So ein mega Scheinwerfer war das. Nein, die Bombe. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide. Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Mhm. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Und dann fing Tom an zu schreiben. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein rückwärtiges. Oh, da können wir einsammeln. Ich fange an, es zu verstehen. Okay, aber... In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger. Dann kommt Alice auch nicht zurück, oder? Nicht mal eben. Die Hexe sah so aus wie sie. Aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Oh. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Mhm. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir im Fernseher. Kennen wir doch vom mal, Jenseits der Welt. Ja. Aus der Tiefe. Mit dem Fernseher. Hat uns genau, beide das ist... berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Kein Empfang. Hallo. Al. Doch. Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh, nein, scheiße, verdammte Shit. Ups. Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Tja. Tja, das war... Vielleicht sein bester Freund, wa? Ups. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Nun oh, gut. Nee, wir hätten durchs sichere Rohr gehen können und jetzt muss er nach Barry gucken, oder? Genau, was? Jetzt gucken wir nach Barry. Hast du sowieso einen Bock? Wenigstens musste ich mir um Sie keine Sorgen machen. Nee. Sie wusste sich zu schützen. Und wir nicht. Und wie sollen wir da hinkommen?
Wir müssen, keine Ahnung wohin. Wahrscheinlich müssen wir hier, rauf können wir nicht. Wo müssen wir denn hin? Da hinten ist der Hubschrauber, das heißt da runter. Genau, aber ob Barry lebt oder nicht, das sehen wir beim nächsten Mal. Genau, in einer neuen Folge von Alan Wake. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.